Hallo, ich bin die Malu und ich würde dir gerne was Kleines erzählen, was ich in unseren Ferien mit Jesus erlebt habe, wo er zu meinem Herzen gesprochen hat und einfach dir Anteil daran geben. Es war eben so, dass wir gerade mit unseren vier kleinen Kindern baden waren, kamen nach Hause und es gab einiges zu erledigen, halt eben schauen schnell, dass das Essen auf den Tisch kommt, schnell ja Bett fertig machen, sie ins Bett bringen, Abwasch und dann noch aufräumen und Wäsche aufhängen und so weiter. Und genau, wo ich dann gerade im Keller stand und diese nasse Wäsche aufgehängt habe und schon alles mir durch den Kopf ging, was noch zu erledigen war. Es hat mir jede Kraft geraubt. Ich habe richtig gespürt, boah, ich bin erschöpft und kraftlos. Aber genau in dem Moment hat Jesus zu meinem Herzen gesprochen. Ich habe gespürt, wie er sagt, dass ich doch einfach im Jetzt mit ihm leben kann, jetzt die Freude haben kann, diese Wäsche aufzuhängen, ganz entspannt und nicht schon denken muss, wow, was ist noch alles zu erledigen. Und das hat mir so Freude gegeben, dass ich, dass ich einfach gesagt habe, so möchte ich jetzt eigentlich immer leben, auch im Alltag halt. Und dann gab es noch Situationen, manchmal sind sie nicht so freudig im ersten Moment halt, ne, wenn zwei Kinder streiten oder so. Aber ich habe einfach gespürt, doch, ich kann mich auch hier freuen. Jetzt kann ich den Kindern wieder was beibringen, zum Beispiel, dass sie wieder was dazulernen, wie man mit dem Unfrieden umgeht oder so. Und ich habe auch gemerkt, zum Beispiel so Kleinigkeiten, auf einmal hat man wieder Freude dran, wenn einem eine kleine Raupe über den Weg läuft und ich sie einfach mitnehmen kann und den Kindern noch eine Freude bereiten. Sonst, wenn ich im Pflichtbewusstsein bin oder im Pflichtstress, weil es alles zu erledigen ist, dann gehe ich einfach an der Raupe vorbei und habe jetzt eh keine Zeit dafür. Aber ich gemerkt, man verliert so die Freude für die Kleinigkeiten und ja, und auch zum Beispiel, wenn ich einfach den Kindern mal zuschaue, wie sie spielen oder mit ihnen spielen, das gibt auch einfach wieder Freude und Kraft für das Nächste, was sie da ist und eben nicht immer dieses alles schon ja, sehen, was noch kommt, sondern im Moment, im Jetzt halt mit Freuden zu leben. Und auch, ich habe gemerkt, man ist wieder viel offener für die Wirkungen von Jesus. Einfach, wie geht er jetzt um in dieser Situation? Und da war dann auch einmal abends, wo ich dann nach dem Abendessen oh, echt so erschöpft war und mir war auch ein bisschen schlecht wegen so Schwangerschaftsübelkeit. Und dann habe ich gespürt, wie Jesus sagt, frag doch deinen Mann, ob er jetzt mal das Kinder zu Bett bringen und fertig machen alleine übernehmen möchte. Und das hat mich im ersten Moment echt ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich dann so pflichtbewusst bin. Ja, als Mutter habe ich doch auch meinen Teil da drin. Aber ich habe es dann einfach gemacht und mein Mann fand das eine super Idee und hat gesagt, mach das doch, erhol du dich mal kurz auf dem Sofa. Und dann habe ich mich hingelegt und konnte richtig mal entspannen. Und was so schön war für mich, dann kam unsere sechsjährige Tochter und hat mich in den Arm genommen und mir gesagt, du bist die liebste und beste Mama der Welt. Und ich habe einfach gespürt, boah, da hat jetzt Jesus zu meinem Herz wieder gesprochen, weil eigentlich in dem Moment, wo ich da lag, habe ich jetzt ja gar nichts für sie gemacht halt, ne? Aber genau da sagt sie mir das und ja, das war einfach so dieses Erlebnis, wo ich da drin bleiben möchte, dass ich diese Freude im Alltag nicht verliere, dass nicht irgendwie wieder der Stress reinkommt oder eben all die Pflichten, was muss man machen, weil Jesus möchte nicht unsere Leistung, er möchte nicht, dass wir irgendwas bringen, sondern er möchte einfach im Jetzt, dass ich im Jetzt mit ihm lebe, in ihm Jetzt wahrnehme und mich darin freue. Und ja, das ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Lebensfreude. Und das wünsche ich dir auch. Und genau, dass wir alle da drin bleiben können. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.